Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Premiere am dritten Spieltag der dritten Liga. Braunschweig empfing den FSV Zwickau. Eine Partie, auf die auch Schiedsrichter Timo Gerach tierisch Bock hatte. War auch logisch, denn im Eintrachtstadion wieder 17.000 Zuschauer zugegen. Hervorragende Atmosphäre am Dienstagabend. Und Eintracht Braunschweig auf Mission. 3 Punkte nach dem 1-1 gegen Karlsruhe und der Niederlage in Rostock sollte es im dritten Anlauf klappen. Die erste Aktion nach 17 Minuten, der Abschluss von Franjic am Tor. Vorbei. Die Gäste aus Zwickau, die Mannschaft von Joe Enox mit einem Sieg gegen Halle und einem Unentschieden in Karlsruhe klasse in die Saison gestartet. Defensiv gewohnt stabil und stark und offensiv nach etwas mehr als einer halben Stunde mit der ersten gefährlichen Offensivaktion. Bickel setzt Ronny König in Szene. Zum ersten Mal in dieser Saison der Startformation mit etwas Glück zurück auf Bickel und der mit der Übersicht für Nizmi Jatke. Die erste Chance für den FSV. 1-0 Zwickau. 33. Spielminute. Der Mann aus dem linken Mittelfeld mit seinem schwächeren rechten Fuß irgendwie bekam den König durchgesteckt. Und dann war es gut zu Ende gespielt, aber auch schwach verteidigt von der Eintracht. Außenverteidiger Sauerland ließ Miatke aus den Augen. Braunschweig machte das Spiel, Zwickau das Tor, 1-0 zur Pause. Das schmeckte Henrik Petersen, Braunschweigs Trainer, überhaupt nicht. Es blieb ja aber noch eine zweite Hälfte. Und Braunschweig kam schwungvoll raus. Bolutz gegen Karlsruhe, schon mit links das 1-1 gemacht. Hier verhinderte der Pfosten den Ausgleich. 54. Spielminute, den hätte Brinkies im Tor der Zwickauer wohl nicht gehabt. Und Braunschweig bemüht, extrem engagiert bei Temperaturen weit über 30 Grad. Franjic, Hofmann, aber Brinkies, Zwickaus Nummer 1 mit Sensationsparade. Der Abschluss von Hofmann, aber auch nicht platziert genug. Zu sehr in die Mitte, dennoch natürlich eine hervorragende Parade. Der Ausgleich, er lag in dieser Phase in der Luft. Franjic, wieder Bulut, die zwei besten Braunschweiger am Dienstagabend. Wieder Hofmann gegen Antonic und Lange und dann ein Pfiff von Schiedsrichter Gerach. 11 Meter die Entscheidung, aber bei genauerer Betrachtung wurde deutlich, das war eine Fehlentscheidung. Lange spitzelte erst den Ball und traf dann auch Hofmann. Für mich kein Strafstoß. Der vermeintlich Gefaulte machte die Sache selbst. Und er machte es souverän. Der Ausgleichstreffer, Minute 69. Freilich hochverdient, aber in der Entstehung ziemlich schmeichelhaft. Endlich was zum Jubeln für die 17.000 in Braunschweig. Brinkies verladen. Zwickau ließ sich aber auch einschnüren, machte erst nach dem Ausgleichstreffer offensiv wieder mit und hatte kurz vor Schluss sogar noch die Chance aufs 2-1. Katalis auf Miatke und der mit der Hereingabe, aber Bickel und auch Könnecke verpassten. Um Zentimeter wäre des Guten, aber unterm Strich auch zu viel gewesen. So blieb es bei einem 1-1. Ein leistungsgerechtes Remis. Braunschweig wurde speziell nach der Halbzeit stärker, haben uns hinten reingedrückt und ja, da haben wir zu wenig Entlastung gesorgt und dann war es nur eine Frage der Zeit, wann der Ausgleich fällt und von daher denke ich, nicht unverdient für Braunschweig und wir nehmen das 1-1 und den Punkt mit. Ja, wir haben super gespielt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Im letzten Drittel müssen wir einfach konsequenter sein und da machen wir auch unsere Tore, aber wie gesagt, wir sind 6 Wochen zusammen und wir kommen immer besser rein und das braucht natürlich Zeit. Braunschweig in der Findungsphase wartet weiter auf den ersten Sieg. Aber Henrik Petersen wird den irgendwann mit seiner Mannschaft einfahren. Mit dem 1-1 in Braunschweig kann Zwickau aber deutlich besser leben.